Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Ja, so schön. Es geht los mit der ersten Folge. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht erzählen wir einfach mal so ein bisschen was über ProVita. Das ist ja unser Familienunternehmen. Und was bedeutet ProVita? Warum ist das so wichtig für uns? Und weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, ich kann ja gern ein bisschen was erzählen, dass ich auch mal einen klassischen Job irgendwo im öffentlichen Dienst hatte, auch happy damit war und trotzdem irgendwie das Gefühl hatte, es muss mehr im Leben möglich sein als das, was ich gerade lebe. Und ich wollte einfach freier sein. Ich hatte einfach keine Lust mehr, mir den Tag von anderen vorschreiben zu lassen. Hab mich dann nebenbei auch selbstständig gemacht, vor inzwischen über 20 Jahren schon. Und dann kam so der Impuls, auch verstärkt freier auf der Welt unterwegs zu sein. Auswandern hatte ich so nie wirklich auf dem Schirm. Hat sich einfach alles so ergeben. Und ja, Firma gegründet. Dann hier natürlich auch Zypern-Firma gegründet. Und dann kam irgendwie Dubai in unser Mind. Ja, also Dubai war bei mir vorher schon so ein bisschen in Visier. Aber es hat sich dann nie so ergeben, dass wir tatsächlich hingereist sind. Und dann kam irgendwie an einem Abend, weiß ich noch, ich habe hier auf der Couch gehockt und habe so, was ich sonst eigentlich nie so mache, im Facebook-Feed gescrollt und bin da auf Dubai als Geschäftsmöglichkeit aufmerksam geworden. Und weiß noch, dass ich uns angemeldet hatte zu einem Webinar. Und da saßen wir tatsächlich zu dritt abends auf der Terrasse, im Dezember war es, glaube ich, oder weiß nicht, also es war im Herbst irgendwann, auf der Terrasse und hatten uns das Webinar angeguckt und haben dann gesagt, ja, lass mal das Thema Dubai zur Lebenswirklichkeit werden, zur Realität werden. Und dann kam es natürlich dazu, dass wir dann nach Dubai gereist sind, im Vorfeld schon alles vorbereitet hatten, um auch da unsere Firma zu gründen. Und dann war natürlich die Frage nach dem Namen. Und da gebe ich gerne an dich auch weiter, Madeleine. Du warst, glaube ich, da mehr so die ausschlaggebende Inspiration, wie ProVita da entstanden ist. Magst du da was zu erzählen? Ja, das ist tatsächlich irgendwie wie alles andere auch so ein, ich kann das gar nicht richtig erklären, dass das irgendwie, also manchmal ist es ja so, dass wir glauben, wir haben irgendwie Ideen. Wir sind so süße Menschen, wir glauben, wir haben irgendwie ganz tolle Ideen und machen das dann. Und das ist so eine der Sachen, wo ich wirklich sage, ich dachte, es wäre meine Idee und gleichzeitig fühlt es sich so an, als wäre es einfach so gegeben, vom Universum so geführt, weil es nicht aus meinem Verstand entsprungen ist, sondern aus einem größeren Feld, sag ich mal. So fühlt sich's für mich zumindest an. Und deswegen kann ich gar nicht genau sagen, das kam dadurch und so kam die Idee oder so. Jetzt im Nachhinein finde ich das super spannend, weil das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her. Und da haben wir angefangen, einfach, es kam einfach so in den Raum, das war irgendwie so der Start mit Dubai und die Firma zusammen zu gründen. Und eigentlich war so der Gedanke, jeder gründet so seine Firma, aber es war dann einfacher erstmal, das zusammenzuführen. So ist dann ein Familienunternehmen entstanden. Und daraus ist dann ein Kongress entstanden, ein Online-Kongress, das Familie der Zukunft online sammelt, was vom jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung gerade im Moment läuft. Und ja, das sind alles so Steps, die so voll geführt waren. Und warum ich das jetzt so ausschweifend erzähle, ProVita.
ist der Name unserer Firma. Und wir haben uns jetzt, ich weiß nicht, vor einer Woche, 2 Wochen, ich weiß es nicht, es ist noch ganz frisch, kam so der Gedanke, ah ja, wir wollen uns umpositionieren. Weil wir haben ganz viel, also du hast ganz viel gemacht, entdecke und lebe deinen Seelenplan, was auch immer noch dein Thema ist. Und für mich war aber immer so, ich habe ein bisschen so geswitcht, weil ich bin seit 2020, bin ich selbstständig. Da habe ich mich mit 19 Jahren die erste Firma angemeldet, noch in Deutschland damals. Und habe angefangen erstmal mit meinem ersten Online-Kongress, der Potenzialkongress. Sagt der Name ja schon, worum es ging, das eigene Potenzial zu entfalten. Dann bin ich weitergegangen mit dem Kongress-Coaching, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und gleichzeitig war so ein Gefühl davon, ist es noch nicht so ganz. Und jetzt war es irgendwie so klar, es kam irgendwie und es hat sich einfach seine Zeit genommen zu reifen, dieser Gedanke. Und jetzt ist es so klar, jetzt ist da, es geht darum, wieder Ja zum Leben zu sagen. Weil wir beide kennen es halt, wie es ist, wenn man so eine gewisse Ablehnung zum Leben spürt. Wenn man irgendwie spürt, hey, also dafür bin ich nicht hergekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich dafür bleiben wollen. Und dieses Gefühl, und das ist ja, das sagt sich jetzt ja auch so leicht, aber wenn man sich das mal irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das eigentlich furchtbar, schrecklich. Und gleichzeitig ist das, was uns so am Herzen liegt, weil wir es ja beides kennen. Wir kennen dieses Gefühl. Wir kennen es aber auch, was es für Auswirkungen hat, wenn wir wirklich wieder Ja zum Leben sagen. Wenn wir das Leben wieder selbst in die Hand nehmen, du nach 20, 30 Jahren im öffentlichen Dienst, zu sagen, hey, das ist zwar eine geile Stelle gewesen an sich so, aber irgendwie war es nicht das, was mich so voll erfüllt. Und damit auch jetzt nicht zu sagen, hey, das ist voll scheiße, was du da gemacht hast und oh, das hätte nicht sein müssen, ich habe irgendwie Lebenszeit vergeudet. Nein, weil auch das hat seine Reifezeit gebraucht. Und ja, jetzt sind wir so an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir wollen uns auch mehr auf dieses Lebensgefühl fokussieren und dieses Lebensgefühl vermitteln von, ich liebe mein Leben, das Leben ist schön. Das Leben ist wunderbar, es ist toll, Mensch zu sein. Es ist großartig und ich darf das genießen und ich darf wieder mehr in die Freude, Spaß und Leichtigkeit gehen. Und von daher finde ich den Namen so sinnig, dass wir 1,5 Jahren noch gar nicht genau wussten, in welche Richtung es gehen wird. Also das war überhaupt noch gar nicht Thema, überhaupt gar nicht nachgedacht. Und jetzt ist es so klar und der Name passte einfach von vornherein, weil ProVita heißt für das Leben. Ja, genau. Als du das jetzt so erzählt hast und auch von Führung gesprochen hast, und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass wir ja auch ermutigen möchten, den Impulsen zu folgen, die Ideen, die du bekommst, denen zu folgen. Das hat seinen Sinn, warum du solche Ideen bekommst. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, so in das Jahr 2015, da kam das Thema Online-Kongress in mein Leben. Und ich wusste überhaupt nicht, wovon mein damaliger Mentor sprach. Ich habe mich ehrlich gesagt nur nicht richtig getraut, ihn zu fragen, weil ich mich nicht blamieren wollte. Habe dann, während er mir da so das ein oder andere erzählt hat, was ich denn machen sollte und auch gesagt hat, wenn du mit deiner Botschaft nicht rausgehst, man könnte es als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Das war für mich so ein Augenöffner, wo ich gedacht habe, da darf ich mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und dann kamen so ganz klare Botschaften auch vom Universum. Dann hat ein Vogel den Weg zu uns gefunden. Und das meine ich jetzt nicht metaphorisch, sondern ernsthaft. Eines Morgens stand die Nachbarin da und hat mir einen Wellensittich gebracht, der da irgendwo so überlegt hatte, verlasse ich meinen Körper oder bleibe ich? Und ich weiß noch, wie ich damals zu ihr gesagt habe, okay, ich habe hier nicht so viele Connections, aber ich kümmere mich um das Tier und du kümmerst dich dann aber bitte drum, dass der wieder dahin findet, wo er hergekommen ist. Also ich hatte nicht vor, diesen Vogel zu behalten. War eh nicht so in meinem Mind, einen Käfig da zu haben, oder sitzt ein Vogel eingesperrt drin. Und dann habe ich natürlich recherchiert, um es abzukürzen, spirituelle Bedeutung Wellensittich.
Auf was bin ich gestoßen? Lebensfreude. Und da ist mir so viel bewusst geworden, dass, auch wenn ich in die Geschichte von meiner Mutter da eingetaucht bin, dass es da ganz, ganz viel an Lebensfreude gemangelt hat, aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, was ich natürlich übernommen hatte. Und das war ein Thema einfach, zurückzufinden in die Freude ans Leben. Und der zweite Punkt war dann, da spielt wiederum ein Tier eine Rolle, und zwar ein, nennt man sie, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Nachts Ledermaus. noch fliegen, eine Fledermaus, genau. Am helllichten Tag hat sich eine Fledermaus mir gezeigt. Ich saß hinterm Haus, damals noch im Saarland, wo wir gewohnt haben, am Teich, habe ein Eis geschlemmt und guck so vor mich und direkt vor mir saß eine Fledermaus. Mit der bin ich dann noch 40 Kilometer am gleichen Tag durchs Saarland gefahren und diejenigen konnten mir dann auch sagen, die stammt von dort und dort. Also in der Nähe von uns damals, und der hat ihr noch was zum Futtern gegeben und hat getestet, ob sie flugfähig war. Die war gesund. Das Universum hat mir die nur gezeigt. Also habe ich sie wieder mitgenommen ins Saarland und habe sie dann da an der Palme hinterm Haus, wir hatten da so eine Yucca-Palme draußen stehen, hingehockt und ihr die Erlaubnis gegeben, wieder zurück zu ihrer Familie zu fliegen. Und dann auch noch mal geguckt, spirituelle Bedeutung Fledermaus. Die ist mir ja am helllichten Tag bei Sonnenschein erschienen. Die Botschaft dahinter war, mich zu zeigen. Ich weiß noch schön, dass ich gelesen habe, Fledermäuse zeigen sich tagsüber bei dir nur mit der Botschaft, dass es darum geht, dass du aus dem Schatten, aus der Dunkelheit herausgehst und dich zeigst. Dann habe ich gedacht, okay, Universum, jetzt meinst du es aber gut mit mir. Und so ist dann auch alles weitere entstanden. Meine Lebensfreude-Kongresse, das waren 4 Stück. Lebensfreude Online-Retreats, Lebensfreude-Retreats auch offline auf Bali, Seminare auch in Deutschland. Und so bin ich einfach diesem Ganzen gefolgt. Und das war letzten Endes im Grunde genommen der Ursprung, warum jetzt auch Provida entstehen konnte, warum auch alles Weitere entstanden ist. Und ich weiß noch, wie ich damals, das war auch mein damaliger Mentor, der zu mir gesagt hat, wenn du mit deiner Botschaft nicht rausgehst, der hat mich natürlich in einer anderen Größe und Wahrheit gesehen als ich mich selbst, dann ist das eine unterlassene Hilfeleistung. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Der hatte auch zu mir gesagt, mich zu zeigen, aus seiner Sicht damals auch mit einem Online-Kongress an den Start gehen. Das wollte ich jetzt aber gar nicht so teilen, sondern mich zu zeigen und die Botschaft mit der Welt einfach zu teilen, dass es darum geht, zurückzufinden in die Lebensfreude, auf die Bühne seines Lebens zu gehen. Jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Von ihm hatte ich damals auch die Aufgabe, mal zu beginnen, groß zu denken und mir mal so mein ideales Leben aufzuschreiben. Mein Kopf hat rebelliert bei dem, was ich da zu Papier gebracht hat. Der hat ständig gesagt, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht und, und. Ich habe einfach mal gesagt, halt die Klappe. Mein Mentor hat zu mir gesagt, ich soll das machen, also Stumpf ist Trumpf, ich mache das jetzt einfach. Und genau das Leben war Jahre später zur Lebenswirklichkeit geworden. Und es ist ja alles immer erst der Anfang von etwas Neuem, Großartigem. Was ich damals nicht ahnte, ist, dass so ein Familienunternehmen auch entsteht. Und daraus ist letzten Endes ja Provida entstanden. Also, warum ich jetzt auch so ausgeholt habe, um dich wirklich damit zu inspirieren, die Impulse, die Ideen, die du hast, die kommen aus deinem tiefsten Inneren, aus deinem Higher Self, von deiner Seele, von deinem Herzen, vom Universum, von Gott, welchen Namen du dieser Instanz auch immer geben möchtest. Das ist ja immer alles der Versuch, einer Energie einen Namen zu geben, damit wir es mit unserem menschlichen Geist irgendwie erfassen können. Genau. Ja, man muss sich ja auch irgendwie vorstellen, man kommt ganz gerne in so einen Punkt rein, wo man sagt, ich habe das und das noch nicht. Oder man sieht so andere auf Insta oder sowas und denkt dann so, boah, die haben es ja geil und ich hab das auch nicht, ich hab das doch nicht. Oder ich versuche das jetzt schon so lange, irgendwie seit Jahren, irgendwas zu erreichen und irgendwie schaffe ich es nicht und wie auch immer. Und da mal sich zu erinnern, was man eigentlich alles schon geschaffen hat, weil man muss auch dazu sagen,
wenn man sich unsere jetzige Situation mal anschaut, ne? Ich bin jetzt gerade quasi auf Reisen unterwegs, lebe aber auf Zypern. Also wir sind zusammen nach Zypern ausgewandert. Unsere Firmensitz ist in Dubai. Und wir sind selbstständige Online-Unternehmer. Wir können selber entscheiden, was wir machen wollen, so den ganzen Tag lang. Wir können selber entscheiden, wie unser Business laufen soll. Wir haben das verstanden. Wir wissen, also kaum einer von uns oder kennt noch so ein Weckergeräusch am Morgen in dem Sinne, ich muss jetzt aufstehen und muss irgendwo hingehen. Oder nehmen wir das Urlaubsbeispiel. Ne? Ich kann einfach sagen, ich habe jetzt Lust, in Zypern zu sein, da bin ich in Zypern. Ich habe jetzt Lust, in Deutschland zu sein oder habe mich jetzt letztes Jahr total in Österreich verliebt und dort Zeit zu verbringen und dann mache ich das so. Also diese komplette Freiheit und das ist so normal. Und das soll jetzt nicht blöd klingen, aber das ist so normal und damit möchte ich einfach nochmal daran erinnern, dass wir uns immer selber daran erinnern dürfen, was wir schon erreicht haben. Weil auch in diesem Leben, das ich jetzt gerade beschrieben habe, kommen Situationen, wo wir beide da sitzen, was wir immer wieder besser zu switchen wissen, aber noch vor ein paar Monaten sahen unsere Gespräche so aus, so, oh, das ist noch nicht und ich finde das blöd, weil dies läuft nicht und na, sitzen aber da und haben eine Firma in Dubai, einen Wohnsitz in Zypern und sind auf Reisen und da waren wir in Deutschland unterwegs und wir wussten, wir sind freiwillig hier. Nicht, weil wir hier sein müssen, weil wir an irgendwas gebunden sind, sondern weil wir Weihnachten hier verbringen wollten in Deutschland. Und solche Sachen und sich deswegen, es geht immer wieder darum, sich bewusst zu machen, was habe ich eigentlich schon erreicht? Genau. Was ich ja auch noch so sehr gut kenne, was du ja nie so kennengelernt hast, ist, dass Sonntagnachmittag so ein mulmiges Gefühl aufkommt. Morgen früh muss ich wieder an den Schreibtisch, in meinem Fall. Ja, also man freut sich am Freitagnachmittag. Bei mir war es ja dann auch später so, ich habe ja dann viele Jahre nur Montag und Dienstag gearbeitet und alle 2 Wochen mittwochs, also quasi halbtags nur anders aufgeteilt, so dass ich mich dann dienstags im Grunde genommen an den Tagen, in den Wochen, wo ich nur zweimal die Woche im Büro war, schon aufs Wochenende quasi gefreut hatte. Ansonsten mittwochs und vorher halt, als ich von Montag bis Freitag noch da war, freitags aufs Wochenende mich gefreut habe, total entspannt und relaxed war und durchgeatmet hatte und es einfach genossen hatte, dass morgens kein Wecker geht, keine senile Bettflucht und. Und sonntags nachmittags kam dann wieder so ein mulmiges Gefühl auf. Wochenende schon wieder vorbei, morgen früh muss ich wieder ran. Und das Gleiche ist ja auch mit dem Urlaub. Dann freut man sich riesig auf ein paar Tage Urlaub. Und nach 2 Tagen Alltag ist wieder alles dahin. Und das war so meine Inspiration auch, wo ich Menschen da draußen damals beobachtet hatte und gedacht habe, die leben irgendwie anders. Also muss es ja auch irgendwie für uns möglich sein. Keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll. Ich bin dem einfach gefolgt, weil der Impuls war da. Und ich dachte einfach, ich muss herausfinden, wie es geht, statt mir zu erzählen, es geht für mich nicht, weil. Weil wenn ich auf meinen Job zurückblicke, öffentlicher Dienst, die Stelle habe ich mir gesucht aus Sicherheitsgründen, muss man sich nichts vormachen. Dann waren natürlich auch mal Gedanken da, naja, halt noch ein bisschen durch, so 2, 3 Jahre, jetzt zurückblickend aus der Zeit 2017, wo ich dann gekündigt hatte, haben auch einige zu mir gesagt, sie haben immer alle Tassen im Schrank, sie brauchen nur noch 2, 3 Jahre durchzuhalten und dann gehen sie in Vorruhestand, kriegen noch eine Abfindung möglicherweise und dann ist doch gut. Nein, ich habe gedacht, mein Leben findet jetzt statt. Ja, natürlich hatte ich mir nebenbei was aufgebaut. Ich bin nicht voll und ganz ins kalte Wasser gesprungen. Aber der Impuls war einfach da, es darf in eine andere Richtung gehen. Und wenn andere das geschafft haben, dann darf ich mir eine Frage stellen, wie ist es auch für mich möglich? Das ist vielleicht so eine Botschaft, die ich mit dir hier teilen möchte. Stell dir mal die Frage, wie kann es auch für mich jetzt möglich sein? Du gehst immer da los, wo du gerade stehst. Und nochmal Einladung, switch diese Gedanken, ich kann das nicht, weil in, wie kann es jetzt gehen? Wenn du dir solche Fragen stellst, bekommst du natürlich andere Antworten. Das wusste ich in dieser Klarheit damals nicht so. Das ist mir jetzt im Nachhinein klar.
Damals habe ich es irgendwie intuitiv gemacht, mich gefragt, wie kann es gehen? Genau. Ich hatte jetzt so einen Gedanken. Was hast du noch gesagt? Kann es gehen? Ist auch für mich möglich? Ah, ja, was ich ganz krass finde, was mir gestern aufgefallen ist, also der Tag, an dem wir das jetzt hier gerade aufnehmen, ist Montag. Und das mit diesem aufs Wochenende freuen und so. Dieses, so, das ist mir ja jetzt auch nicht fremd oder so. Es ist ja nicht so, als wäre das immer schon so gewesen, dass wir jetzt sagen, also so wie wir es jetzt hier erzählen. Aber ich habe mich gestern, das fand ich ganz spannend, habe ich mich so sehr auf Montag gefreut, auf die neue Woche gefreut, weil ich wusste, okay, wir wollen uns jetzt heute auch hier mit Podcast und so beschäftigen und wir haben, also ich habe auf meinem Handy ganz, ganz, ganz viele Ideen, also so eine Liste mit ganz vielen Ideen, die ich jetzt umsetzen will. Und für mich, ich kann es kaum erwarten, das zu machen. Und gleichzeitig ist da natürlich so eine Art, also ich möchte mich da ein bisschen, ich möchte das Ganze mit Ruhe angehen. Ich will nämlich diese tollen Projekte, diese tollen Ideen nicht einfach in der Hektik umsetzen und dann schnell, ne? Sondern ich würde das gern ordentlich machen und mich da, ja, keine Ahnung, das wirklich erleben, erfahren, was ich da mache und nicht einfach nur, um es gemacht zu haben, weil die Idee toll ist. Und gleichzeitig ist das so ein, boah, ich habe da so Bock drauf, das zu machen und mich da hinzusetzen und das Wirklichkeit werden zu lassen. Ja. Ne? Und das ist ja Ja. ein, das ist ein Lebensgefühl. Ja, das ist in meinen Augen auch das, was ich unter Selbstverwirklichung verstehe. Selbstverwirklichung steckt ja drin, ich wirke, wenn man es mal auseinandernimmt. Und das habe ich gerade so die erste Zeit, als ich dann wirklich aus dem öffentlichen Dienst raus war und voll selbstständig war, so oft gesagt, wenn mir jetzt, also wenn ich zum Beispiel, ich habe ja immer meine Termine selbst gemacht. Ich habe ja selbst entschieden, wenn ich abends um 8 noch einen Call hatte mit einer wunderbaren Kundin, die ich begleiten durfte, dann war das ja nicht, weil das sein musste, sondern weil ich gesagt habe, okay, an dem Tag abends um 8 Uhr passt mir. Da habe ich so oft gesagt, wenn mein Arbeitgeber mir früher gesagt hätte, abends um 8 Uhr noch irgendwas machen. Oder auch, es gab ja auch Zeiten, wo ich es einfach in mir gefunden hatte, wo ich auch Samstags- und Sonntags-Calls hatte. Du musst jetzt Samstag und Sonntag dies oder jenes machen. Da hätte ich schon mehr als geatmet. Und wie man das dann auch so gewohnt ist, dann kommt man auf die Idee, noch Überstundenzuschlag zu bekommen und Nachtzuschlag oder Wochenendzuschlag, was auch immer. Und das ist das, ich habe das nie und empfinde das auch bis heute nicht, das, was ich mache, was wir gemeinsam machen als Arbeit. Sondern das ist das, wo ich wirke mit dem Wissen, was ich mit hierher gebracht habe, möglicherweise aus vielen früheren Leben, weil ich möglicherweise auch eine alte Seele bin und gepaart mit dem, was ich mir natürlich in vielen, vielen Jahren angeeignet habe, noch zusätzlich an Wissen, an Einleitungen. In Form von Mentorings, in Form von Kursen, in Form von Seminaren, aber auch viel autodidaktisch. Und dann, das ist auch damit gemeint, wenn du vielleicht draußen von anderen hörst, wenn du deinem Herzen folgst oder deinen Seelenplan lebst, deinen Seelenberuf hast, dann musst du nie wieder arbeiten. Ja, du arbeitest dann nie wieder, weil du wirkst. Das heißt aber nicht, dass du 8 Stunden am Tag auf der Couch hockst und umsingst. Also mein Tag beginnt schon mit Umsingen, ja. Das möchte ich jetzt nicht irgendwie in eine Schiene bringen. Aber wir sind immer noch in einem Tuniversum. Aber die Dinge zu tun, die uns Freude machen, das ist der entscheidende Unterschied. Das finde ich richtig krass, weil mich hat das am Anfang, also das ist, was du jetzt gesagt hast, habe ich ja auch jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Oder wir reden ja jetzt auch nicht zum ersten Mal darüber. Und ich finde es spannend, weil
noch vor, lass es 1, 2, 3 Jahre gewesen sein, wo ich genau das gehört habe. Es hat in mir aber so eine Schwere ausgelöst, weil ich so dachte, ich muss aber trotzdem noch arbeiten, ich muss aber trotzdem noch dies und das tun, weil wir sind ja im Universum. Es hat mich ein bisschen in Anführungsstrichen getriggert, weil es hat sich irgendwie schwer angefühlt für mich. Und deswegen würde ich hier nochmal, ja, nochmal klar, also von meiner Sicht her nochmal verständlich machen, was das bedeutet, weil für mich war am Anfang so, weil ich noch nicht wusste, was wirklich so mein Ding ist, war so, naja, Hauptsache irgendwas finden und dann mache ich das ein bisschen und dann habe ich halt auch irgendwie so, na, und auch eine finanzielle Quelle und na, es macht mir schon mehr Spaß als alles andere, was ich mir irgendwie so angeguckt habe an Studium oder Ausbildung oder sowas. Also da war ich schon sehr dankbar und froh für. Und gleichzeitig, ja, machen wir einfach mal und dann, nee, ich muss ja halt auch irgendwie Geld verdienen oder so. Und der Unterschied ist aber, natürlich hat sich dann alles, was sich so businesstechnisch angefühlt hat, sau schwer angefühlt, weil es einfach anstrengend war, weil es einfach so ein Müssen war. So. Und das Spannende ist jetzt, dass diese Dinge, diese Ideen, von denen ich eben gesprochen habe, die will ich umsetzen. Da kann ich es gar nicht erwarten, das zu tun oder so. Und wenn man jetzt dann mal von jetzt zum Beispiel marketingtechnisch oder so Dinge, die im Business einfach notwendig sind, die aber jetzt vielleicht nicht so mein hundertprozentiges Yeah sind. Ich liebe Marketing oder so. Aber es macht dann in der Hinsicht Spaß, weil ich ja es liebe, diese Ideen zu verwirklichen und dann darüber zu sprechen. So wie mit dem Podcast hier. Ne? Und das ergibt sich dann halt einfach so und das kam dann halt einfach so. Und das ist dann so ein bisschen der Unterschied, dass man wirklich findet, was macht mir wirklich Freude und dass ich mir erlaube, das zu machen. Und das muss jetzt auch nicht heißen, dass du jetzt irgendwie ein eigenes Online-Business brauchst oder dass du irgendwie, keine Ahnung was, aber es wird sich finden. Und das ist eine Erkenntnis, die sich sehr tief in mir verankert hat, dadurch, wenn ich das lebe, was ich leben will oder was ich bin in mir, dann wird sich dieses Tun auch nicht mehr wie Arbeit anfühlen. Und ich habe dann auch angefangen, das Wort Arbeit aus meinem Wortschatz so ein bisschen rauszustreichen, dass selbst wenn ich etwas tue, was ich liebe, dass ich es nicht mehr Arbeit nenne, sondern dass ich einfach nur noch von Selbstverwirklichung spreche. Ich wirke. Gerade wo wir den Podcast aufnehmen, wirken wir. Theoretisch könnte man das als Arbeit bezeichnen, aber das fühlt sich halt nicht so an. Und deswegen will ich es auch nicht so bezeichnen. Und deswegen bin ich zur Überzeugung gekommen, dass wenn du das tust, was dir wirklich entspricht, was da wirklich drin ist, dass sich das dann alles einfach auch, dass daher die Leichtigkeit rührt. Und dass dann das Leben auch nicht mehr so anstrengend ist, wie es sich manchmal anfühlt oder angefühlt hat. Sondern daher kommt dann die Leichtigkeit und daher kommt dann dieses, oh, ich bin entspannt. Ich bin innerlich einfach nur entspannt, weil ich mich lebe. Punkt. Mehr gibt's nicht zu tun. Ja. Und was ich da an diesen Tagen so sehr genieße, abends ins Bett zu gehen mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht und ins Träumeland zu verschwinden, um es mal so auszudrücken. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, wow, was war das heute für ein toller Tag? Die Aufmerksamkeit nochmal mehr auch auf die Dinge richten, wo man auch in Kommunikation mit dem Universum war, neue Impulse empfangen hat, gewirkt hat, Menschen im Herzen inspiriert hat oder whatever, auch unabhängig jetzt mal vom Business her, ein leckeres Essen genießen konnte, in den Himmel geguckt hat und wunderbare Wolkenformationen gesehen hat und gedacht hat, wow, wie genial. Also damit hängt auch ganz viel zusammen, mal so die wundersamen Dinge um sich herum auch wieder zu sehen, zu entdecken. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, sich selbst mal als wundersames Wesen auch zu erkennen.
Weil was sind wir für wunderbare Wesen? Was ist es für ein Wunder, dass wir sprechen können, dass wir rausgucken, in bunten Farben die Welt sehen, dass wir uns Essen zubereiten können und nach dem Essen weiß der Körper ganz genau, was da zu tun ist und die Dinge, die er nicht haben möchte, die scheiden wir dann aus. Wir haben Zähne zum Kauen, wir haben Hände, um etwas anzufassen und, und. Was für wundersame Wesen sind wir? Wir kommen dann interessanterweise manchmal auf die Idee zu denken, wir können keine Wunder entstehen lassen, wir können keine wundersamen Dinge entstehen lassen, wo wir doch eigentlich selbst aber das Wunder sind. Geiler Auftakt, würde ich sagen, für eine erste Folge. Richtig cool. Yes. Ich merke auch gerade, man könnte echt ewig weiterreden. Ich glaube, wir kommen da noch auf richtig, richtig geile Themen im Podcast. Genau. In diesem Ja, dann würde Sinne. ich sagen, für heute wunderbarer Abschluss jetzt und dann hören und dann sehen wir uns, je nachdem, wo du uns hier folgst, in der nächsten Folge nochmal. In diesem Sinne, das war die Irmgard. Die Madeleine, danke. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milina.